Hallo, willkommen zum RAMShop24 YouTube-Channel. Heute möchte ich euch, wie bereits angekündigt und versprochen, eine kleine Review von der neuen Milsig M5 Magnus machen. Und zwar haben ja viele schon angerufen und gesagt, hey, ihr habt die Waffe ja schon ein bisschen länger bei euch ab Lager, weil wir die ja gerade noch zulassen, beziehungsweise die ist gerade in der Zulassung, das dürfte aber nicht mehr lange dauern. Also ich schätze mal realistisch vielleicht noch ein paar Wochen und dann sollten wir dieses Baby endlich verkaufen können. Aber ich habe mir gedacht, nichtsdestotrotz, die Waffe liegt ja hier rum oder die Waffen liegen ja hier rum, dann kann man die ja trotzdem mal zeigen. Dann könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten, was da auf euch zukommt und welche Unterschiede jetzt bei diesem Modell sozusagen mal der CQC oder Elite oder SMG auftreten. Ja, die Magnus M5 ist laut Milsig. Ja, ich war ja auf der Messe bei denen und habe mir die Sache da schon angeguckt vor einigen Monaten oder vor längerem schon. Haben uns intensiv darüber unterhalten und es wurde laut Aussage von Milsig sehr viel erneuert. Ja, wobei ich ich habe die Waffen zerlegt, habe auch meine SMG zerlegt, habe mir die beide mal nebeneinander angeguckt und habe jetzt nicht so krass viele Unterschiede gefunden. Sicherlich wurde einiges verbessert, was aber auch dann wieder irgendwo nachteilig in puncto Preis ist. Also wie gesagt, ist ja alles noch nicht ganz so klar, wo das alles jetzt Preis liegt, auch mit dem neuen Magazinsystem und so weiter. Aber sie wird definitiv irgendwo angesiedelt sein bei der Elite preislich oder bei der SMG sogar. Gut, hat aber auch echt einige schöne Details, die jetzt hier wesentlich hochwertiger sind als bei der CQC. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und ich beschreibe euch mal so oder zeige euch mal so ein bisschen was mit ein paar Eckdaten, was wirklich jetzt Neuerungen sind und was verändert wurde oder was besser gesagt jetzt optimiert wurde. Also mal angefangen mit der Waffe, die hat ein Gewicht von ungefähr 2,4, 2,5 Kilo ohne Flasche. Gesamtlänge mit Schulterstütze knapp 70 cm. Der Upper Receiver hier ist komplett aus CNC, aus Aluminium, aus dem Vollen gedreht. Ja, also das ist hier wirklich sehr hochwertig, sehr, sehr schön. Also das ist also bis jetzt nur bei der SMG so gewesen. Also Elite und CQC waren natürlich dann PMC und so, war alles Kunststoff. Das ist wirklich jetzt richtiges Aluminium. Ja, man sieht das auch daran, wie schön hier die Laserbeschriftung drauf geworden ist, wenn man jetzt was lasert. Das ist natürlich auf dem Aluminium, auf dem Eloxierten, kommt das tausendmal schöner raus als auf irgendeinem Plastik. Also daran sieht man auch, dass es wirklich Alu ist in dem Fall. Dann hat es den bekannten SMG Pistolengriff, den man ja schon kennt. 0,2 Liter System hinten ist auch gleich geblieben. Ihr habt da die Möglichkeit, drei verschiedene Hinterschaftssysteme zu benutzen. Also auch wie bei der SMG. Ihr könnt entweder die normale 0,2 Liter Flasche nehmen mit dem Metz Hinterschaft oder ihr nehmt halt diesen HCS Stock, also dieser Hybrid, wo man halt quasi mit einer Mamba dran gehen kann oder Flasche. Oder ihr nehmt ganz normal halt so ein, gibt es auch von Milsig jetzt neu, die jetzt kommt, so ein, der heißt glaube ich Cats, ja, das ist so ein neuer Hinterstock, wo man halt quasi auch direkt mit dem Mamba-System dran gehen kann und hat dann hinten so einen normalen 15-Schaft drauf. Ja, ansonsten wurde bei dem, also sagen wir mal, der größte Unterschied eigentlich, der mir aufgefallen ist, ist jetzt logisch das neue Magazinsystem und vorne diese Aufnahme fürs Riss. Also das finde ich sehr cool gemacht. Ihr habt also hier die Möglichkeit, weil hier dieser Standard, also dieser Standarddurchmesser von den normalen Delta-Ringen drauf ist, habt ihr die Möglichkeit, hier jedes mit AR-15 kompatible Risssystem zu montieren, was halt sehr cool ist. Das heißt, ihr könnt euch aus dem großen Pool an vorhandenen Risssystemen, die auf dem freien Markt so verfügbar sind, bedienen und könnt dann die Waffe eigentlich so umbauen, wie ihr Bock habt. Ob ihr jetzt, was weiß ich, CQC oder eine DMR bauen wollt oder was auch immer, ihr könnt aus dem Ding alles bauen. Der Lauf ist ja auch glatt, ist also nicht gezogen, was ich ein bisschen schade finde eigentlich bei dem Preis, aber ist halt so und er ist aber ein bisschen dicker und ein bisschen wertiger, also sieht ein bisschen hochwertiger gefertigt aus als jetzt die Vorgängerläufe, aber ansonsten auch nichts wirklich wow ultimatives, aber ist auf jeden Fall ein glatt gezogener Lauf, also glatter Lauf, nicht gezogen. Ja, ansonsten hier diese Flip-Up-Sides, die kennt ihr ja schon, das sind diese klassischen Milsig Flip-Up-Sides, die sind drauf. Und ihr habt das neue Magazinsystem, das Griffstück und der Magwell sind aus Kunststoff. Also diese beiden Teile sind, um Gewicht einzusparen, sind die aus Kunststoff gemacht worden. Und was sehr schön ist, der Magwell ist Ambi-Release. Also ihr könnt sei es von der Seite als auch von der Seite das Magazin auswerfen. Das finde ich eigentlich sehr cool. Ja, ansonsten, ja, wie gehabt, ihr hättet rein theoretisch mechanisches Full Auto, was aber in Europa, also in Deutschland besser gesagt, deaktiviert ist von Werk aus. Ja, also ihr habt quasi nur Semi und Sicherung, also kein Full Auto, weil es ja verboten ist.
Ja, was ist noch? Achso, Erneuerungen, die noch wichtig sind, ist halt hier der Bolt, der da drin ist. Ja? Der ist so aufgebaut, hat Mesig mir berichtet, dass man den wohl nicht mehr ausrichten muss beim Einsetzen. Also wie gesagt, bei den älteren Modellen, bei den Vorgängermodellen war es ja so, dass man dieses Alignment-Tool brauchte, um den Bolt wieder einzubauen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das kann man jetzt so machen. Der soll auch also verstärkt sein und ein bisschen verändert worden sein. Also da ist wohl sehr viel Erfahrung aus den letzten Jahren eingeflossen und die haben da einiges verbessert. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Abzug ist hier noch aus Kunststoff, den kann man auch austauschen gegen den Metallabzug laut Milzig. Also da kommt wohl bald ein Abzug aus Metall, den man da einbauen kann. Ansonsten bei den Magazinen, ja, da haben wir jetzt auch viel drüber geredet, diskutiert, haben sehr viele Leute nachgefragt. Was für Magazine passen da jetzt eigentlich rein? Kommen die gleich mit dem Magazin? Kommen die mit anderen Magazinen? Also wir haben die ganz neuen Magazine da. Das sind die neuesten Magazine, die Milzig jetzt neu entwickelt hat. Die gibt es aber eigentlich noch nicht. Deswegen könnt ihr die auch nicht vorbestellen. Wir wissen auch noch keinen Preis. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Also das ist hier wohl eine Vorserie, also eine Prototypen-Vorserie, die jetzt aber wohl gefertigt wird gerade und kommt jetzt auch bald ins Sortiment. Also wir werden da auch bald beliefert, aber bisher ist das, ich habe nur ein paar von den Dingern, aber ich habe nichts, keinen Preis, gar nichts, also bin ich da blank. Es passen aber auch nach wie vor die ganz normalen Magazine. Also ihr könnt entweder hier diese First Strikes, die kurzen First Strike Magazine reinpacken, ihr könnt die gebogenen hier die Bananen reinmachen mit 20 Schuss Paint. Und ihr könnt auch die gemischten 18 Schuss First Strike oder Paint reinpacken. Also es funktioniert alles, haben wir auch getestet. Stimmt wirklich, ja. Also alle Magazintypen passen da weiterhin. Habt ihr also keinerlei Nachteile. Wenn ihr schon eine Milzig habt, könnt ihr mit den alten Magazinen weiterspielen. Ich habe mich jetzt noch nicht getraut, die Dinger jetzt hier zu zerlegen, weil wir, wie gesagt, nur ein paar davon haben. Also ich sehe da jetzt, sagen wir mal, technisch nicht innen drin, was da jetzt verändert wurde oder was da genau gemacht wurde. Milzig hat bis jetzt auch keine Zeit gehabt, mir da mal ein paar Infos zu geben. Aber man sieht schon von außen, da wurde halt also heftig was gemacht. Das Ding wirkt halt noch massiver, noch klotziger, noch brutaler. Ich finde, es ist ein bisschen schwer geworden. Das ist so mein erstes Gefühl. Aber hier oben am Kopf haben sie sehr viel verändert. Ja, da ist also, wie gesagt, ein komplett neues System jetzt hier oben, welches hier auch nochmal durch eine Klammer verstärkt wurde. Und hier auch dieser riesen Rückhalteknopf hier und alles. Also das ist schon, sieht auf jeden Fall massiv aus, das Teil. Ja, ansonsten ist es nicht so krass. Also vom Design her ist es eigentlich fast gleich, bis hier auf die bisschen Übernahme von so ein bisschen Grip und Zeug. Ja, diese Vorspanngeschichte ist gleich. Hier unten ist es ein bisschen abgerundet, aber der Kopf ist halt massiv geändert. Das sieht man hier eigentlich ganz gut. Also wie gesagt, der ist hier wesentlich breiter, geht ein ganzes Stück weiter rüber und auch von oben, wenn man die so nebeneinander hält, sieht man, dass da doch ein bisschen was gemacht wurde, um halt, sagen wir mal, die Zuverlässigkeit und die Zufuhr der Munition zu gewährleisten. Wir haben auch ein bisschen geschossen, logischerweise, mit der Milzig. Ja, verhält sich im Grunde genommen wie eine CQC oder eine Elite. Also ich denke mal, erst im Einsatz, wenn man damit auf dem Feld ist oder so, merkt man da wahrscheinlich gravierende Unterschiede. Aber bis jetzt, also schießt sehr gut, fühlt sich sehr gut an, also liegt sehr, sehr gut im Anschlag. Hat eine schöne ausbalancierte Gewichtsverteilung, was mir sehr gefällt, weil durch dieses schwere Metallriss hier vorne ist es natürlich viel kopflastiger geworden, das Ganze, als zum Beispiel jetzt eine CQC oder eine Elite. Und die Waffe wirkt halt recht massiv, also sehr, sehr bullig. Liegt sehr, sehr gut im Anschlag, muss ich sagen. Also macht Spaß. Ist so ein bisschen wie die SMG, nur halt nochmal einen Hauch größer und ein bisschen länger, also so von dem vom Gefühlten her, ja. Ja, was kann ich euch noch berichten? Ansonsten, ja, Liefertermin steht noch keiner fest. Wir haben da leider noch keine Infos zu, wann wir jetzt die größeren Mengen geliefert kriegen. Ich zeige euch die hier nochmal von der anderen Seite, dass ihr mal ein bisschen gucken könnt. Das ist erstmal wirklich nur so ein kleiner First Feel and Look, dass ihr einfach mal seht, wie das Teil aussieht. Es gibt im Grunde genommen, sagen wir mal, keine für mich so wahnsinnigen Neuerungen jetzt, dass ich jetzt sagen würde, das ist jetzt eine vollkommen neue Waffe. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn sie an der Preisschraube noch ein bisschen gedreht hätten, wäre es noch ein bisschen cooler gewesen. Aber logischerweise, da die SMG wohl die Basis dafür ist, dass alles Metall ist, muss ja irgendwo die Kohle herkommen. Aber sie nähern sich halt jetzt preislich auch vom Gefüge her, aber auch von der Verarbeitung immer mehr halt den Maxtec-Produkten. Ja? Weil die Maxtecs sind ja natürlich alle aus Metall und sind nochmal anders aufgebaut, sind aber auch eine ganze Ecke teurer. Ja, achso, was ich noch sagen wollte, genau, wegen Lieferterminen. Also wie gesagt, wir haben schon eine ganze Ladung hier liegen, können aber noch nicht ausliefern, weil wir noch keine Zulassung dafür haben. Die ist aber auch schon lange eingereicht. Also laut Telefonaten mit der zuständigen Behörde letzte Woche scheint das jetzt auch nicht mehr so lange zu dauern. Also ich hoffe wirklich, dass sie jetzt bald mal in die Züge kommt.
Aber ihr könnt sie auch vorbestellen bei uns. Wie gesagt, gar kein Problem. Bestellt sie vor. Wir beliefern, je nachdem, wer wann bestellt hat, so viel, wie wir haben. Nachschub weiß ich nicht, wann der kommt. Das müssen wir halt gucken. Magazine bin ich noch komplett blind. Aber wie gesagt, man kann ja erst mit den anderen arbeiten. Und laut Milsig kommt die Waffe mit einem Magazin, wird sie wohl ausgeliefert. Die kommt ohne Presslufttank. Und ja, bei uns natürlich wieder hier schön laser engraved, also nicht irgendwie geschlagstempelt oder irgendwie anders verunstaltet, sondern wie sie es gehört, richtig schöne saubere Gravur drauf. Ja. Im Lieferumfang ist wie Milsig üblich hier eine, dieses Technical Manual dabei, also diese Bedienungsanleitung bebildert mit allen möglichen Tipps und Tricks, ja, wie man das ja schon kennt. Parallel dazu bringen wir auch nochmal was auf Deutsch raus, logischerweise. Und werden auch bestimmt die ein oder andere Review im Internet dazu machen oder im YouTube, wo wir euch mal zeigen, wie man das Ding vielleicht wartet. Dann kommt noch eine Ladung Ersatzdichtung dazu, das übliche Milsig Öl, ein Laufstopfen und ein paar Imbusse. Ja? Und ein sehr mysteriöses Teil, wo ich mich bis jetzt, das ist mir eben gerade erst ausgefallen beim Auspacken. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich kann es mal rausholen. Ich vermute mal, das ist irgendwie, keine Ahnung. Ich werde es rausfinden, werde euch berichten. Ja? Ja, das war es auch schon im Groben und Ganzen zur neuen M5 Magnus. Achso, Magazinkapazität 18 Schuss. Habe ich noch ganz vergessen, wollte ich auch noch erwähnen. Also hier gehen nur 18 Schuss rein. First Strike fähig ist es auch. Aber ansonsten, die Waffe ist natürlich auch First Strike fähig. Gibt es eigentlich keine so wahnsinnig großen Neuigkeiten dazu. Ja, parallel wollte ich nochmal sagen, SMG und Elite scheinen wohl jetzt obsolet zu sein. Also wer noch eine Elite haben will, sollte jetzt zuschlagen. Wir haben noch ein paar da. Und bei der SMG sieht es wohl ähnlich aus. Ist zwar noch nicht bestätigt von Milsig, aber es sieht ganz danach aus, dass es wahrscheinlich in Zukunft nur noch die M5 Magnus und die SMG geben wird und die PMC natürlich auch. Aber ich denke mal, die Elite, das hat sich wohl erledigt und mit der SMG geht es wohl auch gegen Ende. Ja, also wer da noch was haben will, vielleicht Sammler oder irgendjemand, der sagt, ey, obercool, wollte ich schon die ganze Zeit kaufen, aber hat aus irgendeinem Grund immer noch nicht geklappt, will aber noch eine haben, sollte der jetzt Gas geben, weil das Lager ist langsam, geht da langsam zur Neige. Ja, das war's auch schon. Wie gesagt, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Wir werden sicherlich auch hier den ein oder anderen Schusstest nochmal machen demnächst, wo mal ein bisschen mehr Action ist. Aber jetzt muss ich erst nochmal ein paar Produkte vorstellen. Und demnächst kommt jetzt auch die Review von der neuen Karmatec SAR 12. Das wollte ich ja die ganze Zeit schon mal machen, aber das werde ich jetzt auch mal anpacken, die Tage. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich freue mich immer. Daumen hoch, ja, Daumen runter ist auch okay. Ich habe ja immer einen so einen obligatorischen Daumen runter bei jedem Video. Schönen Gruß, danke. Ja. Ansonsten, wenn irgendwas sein sollte, ich bin immer für Kritik offen. Ruft mich an, schickt mir eine Mail. Wir sind ja ganz in der Nähe. Kommt uns im Shop besuchen. Wenn ihr Fragen habt oder ich hier noch irgendwas klären kann, wir arbeiten ja direkt mit Milsig zusammen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ich euch jetzt nicht beantworten konnte, dann ruft mich einfach an oder schickt mir eine Mail. Ich kann das gerne in Erfahrung bringen. Ist wie gesagt gar kein Problem. Kann ich ganz schnell Abhilfe schaffen, wenn ihr noch irgendwelche speziellen Dinge hier zu dem ganzen Gerät wissen wollt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald. Ciao.